und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich Pancakes und zwar aus 3 Zutaten. Und zwar wird es ein Grundrezept, das ihr beliebig verändern könnt und eurem Geschmack anpassen könnt. Diese Pancakes kommen aus dem Mixer, das heißt, die sind super schnell zusammengemischt und die schmecken so, so lecker, also die müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Außerdem sind sie vegan, glutenfrei, je nachdem, was ihr natürlich dann reingebt. Und super einfach gemacht. Und wie das jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für diese Pancakes braucht ihr folgende 3 Grundzutaten. Und zwar habe ich hier einmal eine Banane, eine sehr reife Banane. Also je mehr von diesen braunen Punkten drauf sind, desto süßer ist die Banane. Und schlussendlich müssen wir weniger Süße hinzufügen. Und so kommen die Pancakes ganz ohne zusätzlichen Zucker aus. Dann brauchen wir ein Glas Milch. Ihr nehmt die Milch, die ihr gerne habt, sei es normale Milch oder auch pflanzliche Milch, wie zum Beispiel Mandelmilch oder Sojamilch und so weiter. Dann braucht ihr noch ein Glas und hier kommt das Getreide eurer Wahl hinein. Welche das sind, die zeige ich euch gleich und wie ihr eine Mischung machen könnt, die ihr euch immer wieder neu anpassen könnt. Und wer es noch ein bisschen fluffiger haben möchte, die Pancakes, kann noch etwas Backpulver hinzugeben, so circa einen kleinen Löffel. Man muss es nicht zugeben, es funktioniert auch so, aber für die Fluffigkeit braucht ihr unbedingt das Backpulver. Und das sind die paar Zutaten, das kann man sich auch super merken, finde ich. Und es geht dann am Morgen richtig, richtig schnell. Und da das alles in den Mixer kommt, ist es einfach perfekt und total easy gemacht. Und hier habe ich ein paar Ideen für euch aufgestellt, was ihr alles in das zweite Glas geben könnt. Zum einen Haferflocken. Da könntet ihr zum Beispiel komplett mit Haferflocken auffüllen. Hier habe ich Dinkelmehl und da könntet ihr zum Beispiel eine Mischung machen aus Dinkelmehl oder Dinkelvollkornmehl, also zum Beispiel Typ 630 und Vollkornmehl. Dann habe ich hier Buchweizen und Buchweizen ist wiederum glutenfrei, genauso wie die Haferflocken. Das könntet ihr verwenden. Ihr könntet zum Beispiel auch eine Mischung von den dreien machen. Dann habe ich hier Kokosmehl und Kokosmehl, da muss man aufpassen, das kann man nicht komplett voll machen. Und zwar verhält sich das Mehl anders, es saugt sehr viel Flüssigkeit auf und deshalb sagt man, man soll nur 20% von der ganzen Masse an Kokosmehl verwenden. Also da immer unbedingt eine Mehlmischung machen. Dann habe ich hier zum Beispiel Mohn, da könntet ihr ein bisschen Mohn hinzugeben, zum Beispiel einen Esslöffel. Hier habe ich Chiasamen und Leinsamen, die verhalten sich ähnlich, die bilden sozusagen nochmal einen Kleber, denn die quellen auf in der Flüssigkeit. Und da könntet ihr zum Beispiel 1 oder 2 Esslöffel dazugeben. Das ist auch sehr gut für die Verdauung. Und wenn ihr Lust auf Schokopancakes habt, dann könnt ihr einen kleinen Löffel oder einen großen Löffel Kakaopulver hinzugeben. Und dann habt ihr richtig leckere Schokopancakes. Und so könnt ihr wirklich immer wieder ausprobieren und verschiedene Varianten testen und was euch dann halt am besten schmeckt oder halt für Abwechslung sorgen. Und deshalb finde ich dieses Grundrezept super. Alles, was ihr braucht, ist eben die Banane, ein Glas Milch und ein Glas mit der Getreidesorte, die ihr gerne habt. Und jetzt kommen die ganzen Zutaten in euren Mixer. Dann mixt ihr das kurz. Lasst es 10 Minuten stehen, damit der ganze Teig ein bisschen andecken kann. In der Zwischenzeit wird dann schon mal aufgeräumt und die Pfanne aufgeheizt und dann könnt ihr Pancakes backen. Und so sehen die Pancakes jetzt fertig aus. Total einfach gemacht, wie ihr gesehen habt, und total lecker.
Wer übrigens keinen Mixer zu Hause hat, der kann das Ganze auch mit einem Pürierstab machen. Das geht auch super. Und ich mag diese Pancakes so sehr, weil ich eben die braunen Bananen verbrauchen kann. Ich brauche keinen zusätzlichen Zucker mehr hinzufügen, da das vollkommen ausreicht. Dann, wenn ich manchmal keine Eier zu Hause habe, habe ich doch immer Milch zu Hause oder Haferflocken sowieso oder irgendeine Mehlsorte. Das finde ich super, wenn man spontan Lust hat auf diese Pancakes. Und was ich auch cool finde, ist einfach, dass ihr jetzt noch verschiedene Toppings drauf machen könnt, zum Beispiel Joghurt, Früchte, Beeren der Saison, Nussmus schmeckt auch super lecker, Kakaonips und so weiter, ihr könnt es schön verzieren. Und das bringt ja auch nochmal zusätzlich Süße mit und so habt ihr wirklich ein gesundes Frühstück am Morgen, auch mal was anderes, eine Abwechslung zu Brot oder zu Müsli. Also deshalb liebe ich diese Pancakes und weil ihr immer eure eigene Geschmackssorte kreieren könnt. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann geht doch auf meinen Blog fraujannik.com, denn dort habe ich nochmal alle Mengenangaben für euch aufgeschrieben. Oder schickt mir ein Foto auf Instagram unter dem Hashtag fraujannik, da freue ich mich jedes Mal nämlich riesig. So, ich gehe jetzt hier Pancakes essen, wünsche euch einen ganz schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.